Blockchain und Kryptowährungen wie Bitcoin waren nur der Anfang. Dann kam eine Idee, die das Internet und unsere Art zu arbeiten für immer verändern könnte. Es ist die Geschichte eines Familienvaters aus Sachsen mit einer Vision. Sie lautet DAO, dezentralisierte autonome Organisation. Was das ist? Dafür fangen wir einmal an mit dir. Stell dir einmal vor, das bist du und das ist dein Chef. Der sagt dir, was du zu tun hast. Und über deinem Chef hat dein Chef natürlich auch eine Chefin. Und die ist Chefin für ganz viele andere Chefs gleichzeitig, die wiederum Chefs von ganz vielen Leuten, so wie du sind. So kennen wir dieses System. Jedes Unternehmen, jede politische Partei, sogar jeder Fußballverein ist so aufgebaut. Aber das heißt auch, wenn jemand einen Chef hat, der nicht ganz perfekt ist, dann leiden alle darunter. Wenn jemand seine Verantwortung nicht ernst nimmt, wenn jemand unfreundlich ist, wenn jemand aus den falschen Gründen befördert wird, dann funktioniert das alles nicht mehr wirklich. Also, können wir das Ganze nicht mal anders denken? Eine Organisation ohne Hierarchien, ohne Chefs, bestehend nur aus Menschen und aus Code. Möglich gemacht durch die Blockchain. Und dieses Konzept hat einen Namen. DAO. Dezentrale, autonome Organisation. Ich glaube, in 5 oder 10 Jahren wird es komplett normal sein, für eine DAO zu arbeiten oder mit einer DAO. Eine ziemlich berühmte DAO, auch wenn es etwas albern klingt, heißt Dinner DAO. Da wollten ein paar Leute einfach ein Abendessen veranstalten, einfach nur als kleines Experiment. Aber das wurde zu einem kulturellen Phänomen, weil plötzlich jede Menge Leute beitreten wollten. Überall im Internet experimentieren heute Krypto-Fans damit, Macht in DAOs neu zu verteilen. Es gibt eine Klima-DAO, die CO2-Zertifikate kaufen will. Eine Fries-DAO, die ein Fast-Food-Restaurant eröffnen möchte. Eine Ukraine-DAO, mit der die Gründerin der Band Pussy Riot Geld für die Ukraine gesammelt hat. Und das alles ist vielleicht nur der Anfang. Aber um DAOs wirklich zu verstehen, müssen wir weiter zurückgehen. Zu der Person, die die erste richtige DAO ins Leben gerufen hat. Ja, mein Name ist Christoph Jentsch, ich komme hier aus Mittweida. Ich bin Familienmensch, selber 7 Kinder. Ich bin Entwickler. Die Idee ist, ist damals gewesen, 2016 oder 2015, wo wir angefangen haben, jeder konnte Geld in Form von Ether reinstecken und bekommt raus einen Token, sowas wie Anteile an dieser Organisation. Nicht mitbekommen? Okay, vielleicht müssen wir noch weiter zurückgehen. Ja, das war während meiner Doktorandenzeit, ungefähr Sommer 2013. Denn vor fast 10 Jahren macht Christoph Jentsch eine Entdeckung im Internet. Und auch wenn er es da noch nicht weiß, wird diese Entdeckung sein Leben verändern. Es waren ein paar Foreneinträge, hier mal ein Blogpost dazu und eben das White Paper von Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ist eines der größten Rätsel des Internets. Wer hinter diesem Namen steckt, ist ein Geheimnis. Wer auch immer es ist, veröffentlicht Ende 2008 ein White Paper, einen Leitfaden für eine dezentrale Währung, die ohne Staat und ohne Banken funktioniert. Er nennt sie Bitcoin. Und ich habe mich schon im Studium sehr für selbstorganisierte Systeme oder selbstorganisierende Systeme interessiert. So alles, was man oft in der Natur auch findet, wo es keine klaren Führer gibt, aber Ameisen und viele andere hat man das oft, ja, die organisieren sich selbst. Und das hat mich immer fasziniert. Und Bitcoin war für mich genau so ein System. Bitcoin funktioniert durch eine Technologie namens Blockchain. Eine Blockchain ist eine Datenbank, die alles Mögliche dokumentieren kann. Im Fall von Bitcoin dokumentiert sie, wer wie viel Bitcoin besitzt und wer wem seine Bitcoin weiterschickt. Anders als eine normale Datenbank wird eine Blockchain aber nicht nur auf einem einzelnen Rechner abgespeichert, sondern auf tausenden Rechnern gleichzeitig. Jeder speichert eine komplette Kopie der Datenbank, die sich permanent aktualisiert. Das heißt, wenn jemand versucht, die Datenbank zu fälschen, sich selber mehr Bitcoin zuzuschieben, als er eigentlich hat, dann können alle anderen Rechner einspringen und ihn überstimmen. Die Aufzeichnungen der Blockchain lassen sich also nicht fälschen. Es sei denn, mehr als die Hälfte der weltweiten Bitcoin-Rechenleistung fälscht gleichzeitig auf die gleiche Weise. Und das ist die Technologie, die die Welt verändern kann.
Denn nach Bitcoin folgt die nächste Idee. Bitcoin ist eine Blockchain, mit der man virtuelles Geld hin und her schieben kann. Nicht mehr, nicht weniger. Aber könnte man auf der Blockchain noch viel mehr tun? Verträge abschließen, Unternehmen gründen, Kunst verkaufen? Alles ohne, dass man jemanden in der Mitte braucht, der das Ganze autorisiert? Das ist die Idee von Vitalik Buterin. Und er nennt sie Ethereum. Dann kam das Ethereum White Paper raus von Vitalik. Ich weiß nicht, wann ich es genau gelesen habe. Es kann sein, es war Dezember, aber es war wahrscheinlich eher so Januar, Februar rum. Irgendwo in irgendeinem Forum auf einen Link gestoßen. So ähnlich wie eine Urkunde entsteht, indem ich ein Stück Papier nehme, es unterschreibe und ein Notarsiegel draufkommt. So ähnlich wird über diese Technologie eine elektronische Datei, die davor beliebig oft vervielfältigbar war, zu einer Eindeutigkeit. Und durch diese Eindeutigkeit der Datei, so ähnlich wie der Urkunde, trägt sie, genauso im Grunde auch wie die Urkunde, dann einen eigenen Wert, von dem ist klar, gehört er mir oder gehört einem Dritten und was ist er genau? Und das war davor nicht digital lösbar. Und die Möglichkeiten, die das innehat, waren mir eigentlich, ich will nicht sagen, sofort komplett klar, aber ich habe nur erahnen können, was damit möglich war. Und seitdem gab es für mich eigentlich technisch gesehen kaum noch was anderes. Aber Ethereum hat seine Kritiker. Die Blockchain ist zum Beispiel noch recht langsam, viel langsamer als ein herkömmlicher Computer. Ihre Werkzeuge werden immer wieder von Betrügern benutzt. Und aktuell verbraucht sie noch jede Menge Strom. Aber trotzdem, die Menschen, die an Ethereum glauben, die sind all in. Eines Abends waren wir zu Besuch bei den Ethereum-Entwicklern in Berlin. Ich weiß noch genau, da waren diese idealistischen Hacker, die haben diese fantastische Technologie gebaut. Und ich habe mir gedacht, diese Leute verstehen nicht wirklich, wie die Welt funktioniert. Aber trotzdem wusste ich, sie werden die Welt verändern. Und in dieser Zeit arbeitet Christoph Jentsch an genau so einer Idee, die die Welt verändern könnte. DAO steht für dezentrale autonome Organisation. Die Idee ist, ist damals gewesen, 2016 oder 2015, wo wir angefangen haben, jeder konnte Geld in Form von Ether reinstecken und bekommt raus einen Token, sowas wie Anteile an dieser Organisation. Und warum wollte er so etwas bauen? Warum? Weil wir es können. Und das war auch schon manchmal der ganze Grund. Na, wir haben ja gar kein Geld verdient daran. Also das muss man vielleicht auch sehen. Auch ein großes Missverständnis, das oft da ist. Wir haben nicht einen Euro jemals dafür bekommen. Und so soll die DAO funktionieren. Wenn du in die DAO hinein willst, kannst du dich einkaufen und zwar mit Ether. Das ist die Kryptowährung der Ethereum-Blockchain. Die Kryptowährung landet dann im großen Tresorraum der DAO. Und jetzt kannst du dich mit anderen austauschen und ihr könnt gemeinsam entscheiden, was mit dem Geld im Tresorraum passieren soll. Vielleicht wollt ihr in eine Geschäftsidee investieren. Oder das Geld an eine gute Sache spenden. Oder vielleicht wollt ihr es für Marketing ausgeben, damit noch mehr Leute von der DAO erfahren und noch mehr Geld da ist. Alles ist möglich. Und die DAO-Mitglieder können alle zusammen abstimmen. Am 30. April 2016 geht die DAO auf der Ethereum-Blockchain in Betrieb. Noch hat niemand eine Ahnung, wie viele Leute ihr beitreten werden oder wie viel Geld sie einsammeln wird. Wir hatten einen Slack gehabt mit so ungefähr 5.000 Nutzern. Wenn alle davon, die da drin sind, 1.000 Euro geben würden, dann sind wir bei ungefähr 5 Millionen. Aber es kommt anders. Man kann virale Effekte nicht planen. Die gibt's einfach manchmal. Irgendwas geht einfach viral. Und die DAO ist einfach viral gegangen. Und alle haben darüber gesprochen, alle haben darüber geschrieben. Wir waren auf der Titelseite von New York Times gewesen, Sonntagsausgabe. Und es war einfach völlig überwältigend. Die Aufmerksamkeit, die es generiert hat, war so enorm, dass letztendlich in etwa 150 Millionen Dollar eingenommen wurden. Was natürlich niemand erwartet hat, wirklich niemand. Innerhalb eines Monats wird die DAO von einer obskuren Idee zur größten Crowdfunding-Kampagne aller Zeiten. 150 Millionen Dollar bedeutet, jeder siebte Coin der Kryptowährung Ether liegt in der DAO. Dazu zu sehen, wie die DAO quasi jeden Tag mehrere Millionen quasi aufnimmt, immer größer wurde, das hat uns schon echt Angst eingeflößt. Was ist, wenn diese DAO jetzt schlechte Sachen finanziert? Dinge, für die ich persönlich nicht stehe, die moralisch verwerflich sind oder andere Dinge. Und ich bin damit mein Name irgendwo damit verbunden, will eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben. Das Zweite ist, die DAO wird für immer leben, für immer existieren. Niemand kann sie jemals stoppen.
So hatte ich Angst, dass es mir irgendwann mal gehen würde, dass ich dazu beigetragen habe, ein Monster zu erschaffen, worüber ich keine Kontrolle mehr habe. Und Christophs Angst ist nicht unbegründet. Die DAO, die das Vorbild für hunderte dezentrale Organisationen war, ist nämlich vor allem bekannt für eine Sache. Sie wurde gehackt. Die DAO, das Projekt, an dem Christoph und sein Team monatelang gearbeitet haben, wird in nur einem Moment auf den Kopf gestellt. 150 Millionen Dollar stehen auf dem Spiel. Ein Cyberkrimi rund um einen Hacker und ein Team, das die verlorenen Kryptomillionen jagt. Wir erzählen ihn euch in der ZDF-Mediathek. Es ist die Geschichte eines Traums und eine Geschichte vom Scheitern. Sie hat das Internet für immer verändert. In der neuen Folge von Digital Empire, der Kryptovisionär und der Millionenraub. Klickt einfach hier.